Senna arbeitet schon lange nicht mehr nur als Musikerin. Inzwischen schreibt sie Bücher, überlegt einen Podcast zu machen und verdient ihr Geld durch Instagram. Denn je mehr Deals sie hat, desto besser für sie. So verdient sie immer mehr und mehr. Vor einigen Tagen hat sie ein Video gepostet, was so einiges geändert hat bei der Influencerin. Denn ein Typ spricht über mehrere Verschwörungstheorien und irgendwie wollte sie das mit ihren Fans teilen. Was sie dabei nicht bedacht hat, ist, dass manche Menschen das eventuell falsch auffassen. Und so wurde schnell ein Drama draus. Denn ihren ersten Job hat sie nun verloren. Der Chef kündigt die Zusammenarbeit mit Senna. Darüber ist sie natürlich verärgert und postet dieses Statement. Leute, wie diese Frau heißt, die mich markiert hat und mich in ein Thema reingeschoben hat, wo ich eigentlich eine ganz andere Haltung hatte. Ich habe das Video von diesem Ken gepostet, weil es mich interessiert hat und weil ich nach einer Meinung fragen wollte, nach eurer Meinung, und weil es ziemlich interessant für mich war. So, aber heutzutage darfst du ja noch nicht einmal deine eigene Meinung äußern, aber du darfst ja nicht mal mehr nach Meinungen fragen. Das geht ja auch nicht mehr, verstehst du? Und das hat alles eine Kettenreaktion genommen. Das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren, als es um Palästina ging. Und glaub mir, ich habe da die Hölle durchgemacht, ne? Und jetzt wiederholt es sich wieder. Und ich kann schon verstehen, wenn Leute sich von solchen Sachen einfach fernhalten, weil sie wissen ganz genau, das bringt so viel Stress und so viel Ärger. Und deswegen entscheiden sich viele Leute einfach nur lustig auf Instagram zu sein, Schminktutorials zu machen und Rabattcodes zu verkaufen, weil man einfach besser lebt. Gut leben heißt für mich dann friedlich leben. Du hast deine Ruhe, weil aus jedem Scheiß irgendwie Stress gemacht wird. Für mich heißt heutzutage Meinungsfreiheit, aus dir wird der Teufel gemacht. Und Pressefreiheit ist für mich der Teufel. Ehrlich Leute, macht euch bitte keinen Kopf. Mir geht's gut. Ich genieße meinen Ramadan. Ich bin mitten bei Gossip Girl. Und nur weil jemand sagt, okay, meine Marke distanziert sich von dir, weil das und das über dich geschrieben wird und mich nicht mal fragt, ob das wirklich stimmt, dann ist es für mich so, wer will denn in Zukunft mit dir arbeiten? Weißt du? Also sorry. Wie findet ihr es, dass der Chef so konsequent reagiert hat? Und hätte Senna das Video nicht posten sollen? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.